Das Ausgraben des Krichelbaums im Beet von der Barbara. Nach mehreren Tagen Graben und Abhacken der jeweils auftauchenden Wurzeln mit diesem Werkzeug, was sich dafür sehr gut eignet. Das Werkzeug von Andreas aus Spanien. Ist es soweit? Der Baum bewegt sich. Das ist die ausgehobene Grube mit dem kleinen Gardena Handschaufel, mühsam ausgehoben. Die Erde von den Steinen befreit. Hier sieht man schon die Fuge, die entsteht, wenn ich oben am Baum rüttle, bewegt sich das schon. Durch einfaches Andrücken mit der Hand oben an den Ästen konnte ich den Baum bereits umwerfen. Das ging relativ leicht. Und man sieht, es ist eindeutig ein Flachwurzler. Es gibt keine Wurzel, die nach unten geht. Alle Wurzeln gehen auf die Seite.